Ah, da, Timoslin. Wie? Ja, gegen Computer, wenn ich mal schon fahre, sonst ist er immer letzter oder vielleicht dritter. So, ziehe ich halt ausgedruckt. Also. So, lass doch ran. stimmt, die macht jetzt Telefonsex. Ich hab's ja schon dreimal gedruckt, aber auch, ne? Jo, fahren viele, kann viel, viel schnellere Zeiten fahren.
Oh, du Jäger, kann mich ziehen, Schießtrecke. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Der macht doch was. Hab nur einen Rablo Klack gehört. Hätte mir sich. Hier was sagt.
Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,23,2. Hör, steh jetzt auf. Nee, ich mach weiter. Geh, Paolo. Auf jeden. Was? Auf jeden Fall. Scheiß Sohn, kein Gummiball. Was für ein Gummiball? Ja, keine Ahnung, kennst du den Spruch nicht? Auf jeden Fall scheiß der Hund kein Gummiball. Es ist ruhig auf der Strecke. Lass uns raus, solange es so bleibt. Hat der Riesenreif mich versenkt, als so einer. Wir sind Fünfter auf dem Temporadar. 344,0 Kilometer pro Stunde. Ja. Denk daran, dass es beim Fahren vor allem auf die Gewichtsverteilung ankommt. Wenn du bremst, bewegt sich der Schwerpunkt nach vorn, wenn du beschleunigst, nach hinten und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung, um eine abrupte Gewichtsverteilung zu vermeiden. Jo, so ist es. So ist es. Alles fertig, wir sind bereit.
Jo. Ja, keine Ahnung, was für ein Headset der hat. Aber der Power Sense, die Power, du musst Headset auch laden. Du musst ein Headset auch laden. Haben wir auch. Ohne Bubble Damage mit das original PlayStation Headset. Okay, er hat Presenter 12. Kostet ihr das? Das ist da von Sony. Hey, für die 5 Wochen. Du, so, was hat dein Spiel gekostet? Ja, schon, das von Sony soll eigentlich nur 100 kosten. Mit 3D-Klang und bla bla bla. Alter, okay, ich krieg nur 2 Zehntel hin in der Reife. Leck mich am Arsch. Weiterfahrt finde ich vielleicht einen Hammer holen. Alter, ich hab grün. Komm, fahr. Ich hab grün. Heißt das, dass ich Kohl hab? Ich hab ein Zehn grün. Scheiße. Ui! Das hat sich gewickelt, scheiße. Oh. Oh, war das grün zu meiner Zeit. Oh, was zack. Das hat sich gewickelt. Rot sind die Weichenreifen, gell? Rot sind die Weichenreifen. Kann man nicht mit Geld fahren. Oder mit Weiß. Meine ich, ob ich von Anfang an nicht, dann musst du mich vielleicht aufklären. Kann ich nicht, ja, aber das hätte ich das ändern können. Ja, das ist ja meine Frage. Ja, dann falls noch ein Rennen fahren, muss sagen, wo man es einstellt. Ach so, da wo auch Benzin war. Ja, eine oder zwei weitere ist, glaube ich, ja. Und Weiß gibt's ja nicht. Der,
Weiß sind die harten. Die kann ich jetzt nur, wenn ich jetzt Boxenstopp machen will, könnte ich jetzt, zum Beispiel, weil ich jetzt esse und Unfall baue, kann ich die ja drauf machen. Ah, okay, jetzt habe ich es ausgeschnallt. Und rot sind doch die Weichen. Ja, weil ich immer mit Weichen starte. Ich will die Weichen aber immer mit zweiten Stint oder zweiten Ton haben. Also muss ich Quali mit Gelb fahren. Ja, aber ich würde es umgekehrt machen. Weil jetzt kriege ich Gelb, ne? Oder wenigstens weiß, wie es endet. Ja. Itaka. Monza. Jo. Oh, Mashallah, Monza. Monza ist diese andere Strecke, oder? Ja, vielleicht. Diese andere gute. Diese andere schöne Strecke. Ja, da wo du im Regen beinahe, zu viel wurde schon weggeklatscht bist. Ja, aber Thomas sieht doch schäbig fallen lassen. Hat. Ich bin vor Hammer. Guck mal, komm nach hinten. Ich bin hinter dir. Hier, doofe Computer. Ja, ist so, ja, vor Hammer hat es gar nicht überholt innen drin. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz. Ja, ich hab recht, ich bin Uiuiui. Mann. Sieht so aus, als ja, du es geht um eine Strafe. Halt, Knutsch, ich bin nicht fix. Und wir beide sind nicht, aber ich bin ein normaler Unfall. Aber ja. Ja. Deswegen. Ich will der schnellste reagieren. Ja, ich bin schon scheiße am Start weggekommen. Das wird ja nicht so weit weggezogen. Ich bin so nervig, Mann, ich hab Strafe gekriegt. Ah ja, jetzt wird es weit nach hinten. Ich hab Schaubein jetzt hoch. Hast du gehört? Was hat so hektisch überholt?
Ja. Nur okay, das wäre auch gut. Ja, wenn ich merke, wenn ich Box war, fahre ich die nächsten Runden viel schlechter. Was ein scheiß Geld ist. Gehört auf sich. Ja, warte, ich lasse dich ganz schnell vorbei. Ich will schneller. Aber nicht irgendwo in der Kurve vorbeifahren. Ja, komm. Ja, okay. Zucker! Was? Oh ja. Morgen wieder. Mann, Ralf, kommst du noch von Amazon auf das Kurve? Weißt du, ich muss zum Gas gehen, wenn ich hier nicht bei denen nicht mache. Oder bin ich hier ein bisschen Rache? Wir haben einen Thomas-Ding hier. Martina babbeln. Oh, Hammer. Keine Ahnung, Feier, doch Feier, da das Headset hatte, das Headset mehr. Maschine, ich bin einfach Maschine. Ja, es ist gerade noch was von bei sehr aggressives hinter mir. Da mir beim Hinger hat mich gerade anstupst. Das habe ich wieder scheiß Trophäe gemerkt, ja, ich auch nicht. Scheiße, nur dass ich die scheiß Straße habe. Aber dass das auch noch nicht kriegt, ist echt ein Wunder. Okay. Was? Ja schon, aber ich krieg mich nicht. Das ist immer ein, zwei, das ist immer eine halbe. Das ist immer eine halbe, ja. Das. Oh, leg du mal, da ist ein Groß. Ja, ja. Jo, haben wir die gestopft. Haben mich in den Arsch berührt. Haben wir gedreht. Jetzt fühl ich die ganze, fast die ganze Karte, wo es den Leclerc weggebatscht hat zur Boxen gab. Wo der Beschifter kam mit Hamilton, weil er das Zeichen nicht gesehen hat. Ey, der scheiß Boxengasse zu. Ja, der Mari hat einen Boxenstopp in der Säckle. Das Zeichen kann ich nicht mehr fetten. Das muss ich auch mal geben. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box.
Da haben wir uns jetzt so paar Millisekunden später heute reift die letzte Runde. Ja, warte, der Bubble Cut. Was? Ja, der, die. Da bin ich jetzt. Hier ist eine ganze Traube, wo ich nicht vorbeilassen will. Ich bin mindestens 7-8 Dinger vor mir. Das ist ja nicht vorbei. Zack. Wenn ich einfach nicht rast, will ich auch nicht. Wenn ich weggeschoben hätte, wäre ich jetzt Futter. Da haben wir schon eine Box. Was? Wo ist der? Scheiße. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Geht auch da jetzt an die Box gehen sollen, wo. Ja. Das war's nachher. Du bist schon nicht gewesen. Ja, ich bin 10 Sekunden hinter dir.
Also bist du in den 8. rein. Hat der Typ bei dir vor nicht vorher gebabbelt, dass er schreien kommt? Ach so. Ja, ich meine rein, weil der Typ gebabbelt hat. Das war wahrscheinlich Benzin, der geht, ja. Ach stimmt, es war ein GS5 Kunden. Ja. So, wir waren auch wieder meine Chance. Fast einen Nummerboxenstopp machen will. Zum vierten Mal, da habe ich schon 16 Sekunden Vorsprung. Also sind sie genauso viel wie du zu mir. Also wenn ich bei dir so... Was? Ja, von mir führt er 21 Sekunden. Also 5 ist er vor dir. Ja. Kuschel war vor bei einer Pole. Irgendwas mit 22,3.
nicht in den Runden spielen wir. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Keine Ahnung. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hurra! Ja, morgen wieder. Da kannst du später Haas geben. Verstorch! Ich verstehe, ich verstehe. Du kannst leider Haas geben. Da frage ich mich, woran haben sie gelegen? Und wo ist die Arbeit? Da fragt man sich manchmal, woran haben sie gelegen? Ich kann die Arbeit sagen. Woran haben sie gelegen? Wo ist jeder? Vielleicht müssen wir uns fragen, woran haben sie gelegen? Viele Menschen fragen sich, woran haben sie gelegen? Am Leger. Manchmal denke ich, woran haben sie gelegen? Wo ist die Arbeit? Manchmal behaupte ich, woran haben sie gelegen? Ja, was du behauptest, ist mir auch schon wieder. Woran haben sie denn gelegen? Es sei doch, Frage zum Leger. Die Frage geht zum Leger. Woran haben sie gelegen? Du sollst den Leger fragen, im Lars, wenn es wunder nicht Zeit. Du sollst den Leger fragen? Ja, schon. Den Leger, ich hab den Leger verstanden. Ja, du bist den Leger, woran hältst du Leger? Ja, warte, ich geh kurz zum Nachbar. Der gibt dir eine, dann kannst du dich hinlegen. Der schon mal 60 und hat Bruch Krüger, den schlag ich selber um. Woran hat's Neger, fick der Neger? An der Performance. An der Performance hat's Neger. Und Cold Shade Abtrieb und Griff haben ja auch keinen Skit. Grip. Ja, drei verwahrheiten und nicht warm genug. Die zum Boden sagen. Da sagt sie, ja, die haben noch nicht so gut Grip gehabt und die Reifen waren auch nicht warm. Sag ich, das habe ich das Scheiß-Trophäe gemerkt, wo du am Heimstrecke von Verstappen gewinnen musst. Immer scheiß Rebulla, Udo. Dann habe ich gedacht, hey, eine scheiß Saison habe ich die Junge besser fahren können, die scheiß Strecke. Jetzt weiß ich auch, dass so eine komische Auto lag. Das hat mich auf der Strecke bloß quiekelt.